Willkommen zurück bei Neck mit Lego Let's Plays. Valerius neben mir. Ascanius ebenfalls dabei. Und hier geht es weiter. Genau, wir knüpfen nahtlos da an, wo wir vorhin angefangen haben. Aufgehört haben. Nicht angefangen. Ja, immer noch in der ersten Aufnahmesession. Hier geht es schon wieder munter weiter. Bisschen Orks, Ogre, Kobolde und anderen Kram verhauen. Jetzt mit einem Geheimnisdetektor, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Ihr erinnert euch. Beziehungsweise komplettiert haben. Ja. Ich glaube, ihr müsst jetzt gleich abschließen. Oh, guck mal. Die Batterie von User 2 Controller ist kaputt. Da müssen wir da gleich nochmal ein Kabel ranhängen. Das stimmt. Nutzt ja alle nix. Tatsächlich, die ist keine Ahnung. Hätte ich erwartet. Ja, hätte uns aber das Ding auch angezeigt. Ja, ja, genau. Genau, aber es sieht halt auch schwer danach aus, oder? Ja, sieht ja immer. Ah. Eine Katzin. Meine. Das ist sicher Gandahars Flotte. Wozu andere Brandschatzen und plündern lassen, wenn man es selber tun kann? Ja, das ist ein Argument. Weiter, was siehst du? Wollen die bleiben oder ziehen sie weiter? Das sieht ganz wie ein Blitzüberfall aus. Sie sammeln Relikte und Sonnensteine und ziehen Klappe. Dann weiter. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Vor allem diese Hektar so hoch zu klappen und runter zu klappen. Der Doc und ich verteilen jetzt die Sender. Ich hoffe, sie nehmen einen mit. Mac, versuch du bitte meine Stadt zu beschützen. Klar. Geht klar. Das ist das Beste, was wir können. Beatmetze verhauen. Genau. Die Kobold-Invasion. Bin er noch am Prügeln? Ja. Gut, da ist abgesperrt. Da geht's nicht weiter. Da haben wir noch ein paar Sonnensteine. Da wird mal wieder Zeit für Geheimnisse. Yeah. Was willst du denn? Aua! Oh, wir werden wieder schön groß. Ja, das finde ich immer ganz gut. Das kann man die Bogen brauchen. Stürzt meine Stadt toll, habe ich das Ding ganz toll umgehauen. Ja. Ich weiß nicht, was der da für ein Gelee da verteilt. Das sieht da, so mit den Farben, da haben die sich da, da machen wir immer mal andere Farben und dann passt das schon, ne? Ja. Nee, das stimmt aber nicht. Die haben nämlich eben bei dem Öl, haben die dann auch mit Feuer rumgespielt. Ja, das stimmt. Aber jetzt so das Pink oder so. Das könnte ich jetzt keinem Attribut in irgendeiner Art und Weise irgendwie zuordnen. Sehen oder was haut er da hinten denn? Da war der Detektor, ne? Ja, da war das Geheimnis. Aber hat er da jetzt auch gerade geblinkt oder habe ich den nur gehört? Nee, der hat auch geblinkt. Okay, das habe ich dann übersehen. Oh, Aquarelikt Nummer 3. 7 weitere Teile erforderlich. Also vermutlich könnten wir das tatsächlich noch vollkriegen. Ja, mal gucken. Du weißt ja nicht, wie lang das Spiel noch ist. Richtig, aber ich denke, das passiert wohl noch einiges. Wenn du mal überlegst, was wir jetzt sozusagen haben. Ja, ja, klar. Und was die Story sozusagen noch wohl hergibt, wenn die jetzt nicht quasi so irgendwann sagen, ja komm, jetzt müssen wir das Spiel mal storymäßig fertig bringen, weil die Leute dann keinen Bock mehr haben, kann da noch mal was kommen. Ja, also rein theoretisch
Also die geschätzte Spielzeit liegt bei 10 Stunden. Also rein theoretisch machen wir 30 Folgen daraus. Aber das ist natürlich alles ohne Gewehr. Also ja, das ist ja. Können wir ja nicht wissen. Ja, aber als Anhaltspunkt ist ja doch schon. Ja, klar. Ja. Muss man schon so sagen, ja. Und wir haben jetzt mal nachgeguckt, das dürfte jetzt, was habe ich gerade gesagt, Folge 17 sein oder Folge 18? Irgendwie sowas in dem Bereich. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr seht, besser wie hier jetzt gerade. Ja. Oh ja, das ist auch ein netten Kerl hier, oder? Autsch! Heftig. Ja, das ist einer von den Großen, die uns in der letzten Folge mit den Kettensägen da verfolgt haben. Achso, das war kein Geheimnis, sondern die versteckten Relikte, ne? Da gibt's ja auch einen Detektor für. Genau. Und wie. Verstehe. Das heißt, so ein bisschen aufpassen müssen wir aktuell doch noch, weil wir könnten versteckte Relikte finden. Wenn wir sowas sehen. Entschuldigung, ah. Entschuldigung, ja, das war mit Absicht. Ja, ja, schon klar. Hier, die Laternen müssen wir auf jeden Fall auch. Ja, die ist, ja. Ach, da sind unsere Kollegen wieder. Dann wollte ich gerade sagen, gibt's mit Sicherheit wieder eine Cutscene. Ryder, nur so eine Frage. Wenn du einen Panzer baust, hätte dir dann Heckflossen? Nein. Dann sag mir, was geht hier vor sich? Kommt dir das nicht alles irgendwie bekannt vor? Charlottes altes Auto? Ganz genau. Es ist, als ob jemand Charlottes alte Entwürfe kopieren würde und sie fürs Militär umbaut. Noch ein Rätsel, das wir lösen werden mit Gandahar. Gehen wir weiter. Ja, ein Panzer mit Heckflossen. Also ich würde meinen Panzer immer mit Heckflossen bauen. Ja, weil das mal schwimmen muss. Wir haben da vorne noch ein paar Jungs. Ja, ich hatte gehofft, dass ich den Panzer irgendwie kaputt machen kann und werfen kann oder so. Weißt du? So. Dekorieren wir die Stadt noch ein bisschen um, ne? Aber sowas fand ich jetzt zum Beispiel auch gerade cool, wie gesagt, dass der Geheimnisdetektor dich dann auch akustisch im Controller meldet, ne? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, ja, wahrscheinlich war das nur auf meinem Controller. So habe ich das mitgekriegt, dass das überhaupt da ist. Ich habe es gesehen. Ja. Das wird ja immer eingeblendet unter den Sonnenkristallen. Da ist jetzt zum Beispiel auch wieder nichts gewesen. Ja, aber das ist wieder Relikte. Ja. Da geht es scheinbar wirklich nur um diese Schätze, die in den Kisten sind. Ja gut, aber die suchen wir ja auch. Ne? Ja, das finde ich sogar wichtiger, an denen nicht vorbeizulaufen, als an Relikten. Ja, das stimmt. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich auch. Also, ist schon wohl so. Vor allem, weil wir dadurch wieder andere Geräte bekommen können. Ne? Ja, richtig. Also ich meine, Relikte sind natürlich wohl wichtig, aber wenn ich jetzt mal so sehe, Relikte oder so eine Truhe, dann laufe ich nicht mal an Relikten vorbei. Ja. Weil wachsen tue ich ja so auch irgendwie. Gut, das ist dann vielleicht mal Heilung oder ist vielleicht ein Stückchen größer, aber ganz ehrlich zu sein. Da hast du ordentlich umgenutzt. Ja, ich hab mir gedacht, wir sind gerade sowieso voll. Ja. Dann kann ich dabei zwei so dicken da mal ein bisschen Kasala machen. Richtig. Immer auf die Fresse. So wie sie es verdient haben. Vor allem, wir kriegen auch echt viele Sonnenkristalle im Moment, ne? Ja, aber ist ja überhaupt nichts gegen auszusetzen. Ja. Erst habe ich gedacht, als ich so gelesen habe, die Dinger da für die Erweiterung, dass man mehr Sonnenkristalle hat, steht da, was willst du damit? Aber wenn ich mir jetzt so hier die Stellen angucke, wo wir dann quasi auch öfters mal voll sind und so, ist das durchaus sinnig, ne? Ja. Hat sie? Ja. Boah. Man sieht's schon, ne? Mhm.
Halt, ist halt auf Rückenschmerz. Voodoo-Puppe. Dein Einsatz ist lobenswert, aber irgendwann kann man auch einem Haufen Metall und Steine nicht mehr Schaden zufügen. Ich stelle sicher, dass das nächste Treffen mit Nack sein letztes ist. Ja, das glaubst auch nur du. Du könntest Hilfe von den Jungs aus der Forschung und Entwicklung brauchen. Ja, das wird der letzte sein. Ich hab da was, das könnte aber nicht, weil Nack drauf geht. Was mich ärgert, ist, dass er mich nicht nur überwältigt, sondern ausgetrickst hat. Nichts, was Großkaliberwaffen nicht regeln können. Liebling, du verstehst es, eine Frau zu trösten. Ich wünschte bloß, wir könnten irgendwie diese Tür öffnen. Na, was das angeht, habe ich uns Hilfe besorgt. Willst du mehr darüber erfahren? Ja. Ja, ich auch. Aber könnte das eventuell Charlotte sein? Den Köder schlucken. Kapitel 7.3. Schluck den Köder. Ist das jetzt eine Verbindung zu der Folge erst Loch, dann Köder? Erst dann Köder, Loch? Dann Loch? Ja. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich wollte sicher. Ja, natürlich eine tolle Crossover-Folge. Klar. Nee. Was, nee? Keine tolle Crossover-Folge? Doch, aber. Lass dich einfach töten lassen. Ja. Nein, dann du machst Sachen. Da war ich durch das Runterspringen wieder extrem wenig Leben schon gerade. Da kann man mich dann einfach töten. Ja, ist natürlich was dran. Oh, der Panzer ist besetzt, wa? Ja. Die blau, die waren doch vorher noch rot, oder? Okay, wahrscheinlich, weil das jetzt dieser Gundahar ist und nicht der, der komische Goblin-König da. Ja. Schützen deine Stadt, aber die Laternen machen wir kaputt. Ja, wenn die da links dran hängen, dann bleibt das nicht aus. Sehr elegant. Alter, wie groß wir sind. Das ist ein Holzer, an dem wir vorbeilaufen. Ja. Das ist schon wohl ganz cool, ja. Aua, was? Hat ja, den, der hat dich getroffen, ne? Ja, der hat ordentlich Damage gemacht, ne? Hier ist der erste Panzer wieder. Na toll. Na toll. Dass wir nicht klein sind hier, ne? Könnte man wohl so sagen. Aber ich mag das. Na los, nehmt es mit. Nehmt es mit. Ja, sehr gut. Köder geschluckt. Jetzt können wir ihn nach Hause fahren. Finde ich gut. Gentlemen, überlass den Rest mir. Gentlemen, überlass den Rest mir. Wir zählen auf dich, Großer. Jo, dann wollen wir dir noch mal zeigen, wo der Frosch die Locke hat. Kannst du nicht juckt, ey. Ne? Ist ja gar nicht. Der saß. Komm, ja noch mehr. Ja, mein hier. Ach, da war schon wieder. Hier haben wir nichts drauf. Ach ja.
Oh, die kriegst du auch noch einen. Sehr schön. Gibt's gratis dabei. Wieder ein Panzer, aufpassen, ne? Ja. Eigentlich eigenartig, dass wir bei dem Spiel so wenig sprechen. Ne? Das ist ja eigentlich wird das Spiel ja dazu einladen, ne? Ja. Auch wenn ich jetzt gerade nicht ganz weiß, genau weiß, wohin müssen. Auch nicht, aber ich glaube ich hier weiter? Nee. Nee, irgendwie nicht, ne? Das liegt vor allem daran. Ja. Wir könnten. Stopp. Geh mal zurück. Dann war da vorne nämlich, glaube ich, auch noch ein Haus, was man kaputt machen kann. Siehst du? Ja, da gab's. Ja, da gab es nämlich ein paar Steine. Jo. Ja, weiß ich nicht, weil es einfach so ein schöner Hack and Slay ist. Ja, so ein bisschen. Oh, lustig am. Gehst du wo weg? Am Prügeln sind. Lustig am Prügeln sind, ja. Bam! Ist. Weiß ich nicht. Das Spiel lädt zwar dazu ein, dass man viel erzählt, aber selber ist man einfach auch so da drin, dass man. Ja, man. Ja, die Klappe hält. Man genießt das Spiel richtig irgendwie. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Also ich würde es. Mittlerweile würde ich es empfehlen. Doch. Also ist zwar. Das Spielprinzip bleibt zwar das ganze Spiel über dasselbe. Ah, Vorsicht, Min. Aber. Es halt macht Spaß. Und die Story, ich finde die Story echt gut. Und man kann es gut mit einem Kumpel spielen. Ja, das also für den Koop auf jeden Fall super. Diese Funktion mit so und so Neck und dies und das Neck und das ist echt cool gemacht. Und halt die Landschaften werden nicht langweilig, ne? Und die Gegner ändern sich und also was das angeht, echt. Ja. Kann man wohl mal machen. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man für eine schmale Mark echt gut mitnehmen kann. Doch. Gut, die Motivation ist im Multiplayer natürlich höher, das ist ganz klar. Ja, ja, genau. Also ich glaube, wenn ich das alleine spielen würde, würde ich jetzt auch. Ja, ich würde es durchspielen, aber. Ja, nein, ich meine, aber ich würde jetzt nicht diese. Ich würde es nicht so lange am Stück spielen, wie wir das jetzt beispielsweise schon spielen, ne? Ja. Dann spielst du mal 2 Stunden und dann spielst du erstmal was anderes. Ne, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, würde ich wahrscheinlich eher in Famous zocken. Ja, oder Dark Souls. Hm? Oder Dark Souls, ja. Wäre im Moment beide ziemlich feier. Im Moment will ich ja auch Infamous das Let's Play ein wenig vorantreiben, deswegen muss ich da natürlich erstmal ein paar Folgen sozusagen im Kasten kriegen. Ja gut, also für mich geht das ja wahrscheinlich dann Ende diesen Monats, Anfang nächsten Monats los, dass ich dann noch ein paar andere Let's Plays nebenbei aufnehme. Ja. Aber wir müssen natürlich und wir werden natürlich nicht schon wieder der! Nicht vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Was für das nachreißen wir nicht? Dark Souls 2. Nein, auf gar keinen Fall. Ich darf privat gar nicht mehr so viel zum Spielen kommen, dann brauchst du ja im Let's Play. Ja, da musst du es ja sehen, ja? Muss ich ja irgendwie. Ich hab die Minen ja schon mal weggeholzt. Ja, ist gut. Ich hab 2. Da wollte ich blind nicht hier reinlaufen, weil dafür sind die dann doch ein bisschen. Hey, guck mal, die kriegen auch Schaden durch die Minen. Ja, finde ich gut. Ja. So, und jetzt vielleicht nicht an demselben Panzer sterben, ich gehe mal zu dem anderen. Wenn er dich wegdreht, ist ja nicht so schlimm. Der kann nämlich auch nichts und dann kann ich nämlich jetzt. Bam! Das war doch mal ein Move, ja? Da hinten steht noch eine Laterne. Da oben, wir werden gefeiert, hast du gesehen? Oh, wow! Woo! Ah. Ihr habt einen Panzer. Weiß nicht mehr, ob wir uns gesehen. Ja. Ich weiß es aber auch. Mit kostenlosen Abonnements. Jo! Ne? Greift zu, solange noch welche da sind. Richtig.
einfach mal unseren ich hab mich schon gefragt, Let's Play-Kanal abonnieren. Dann siehst du noch mehr großartige Spiele wie dieses. Ich habe mich darauf gefreut, dich zu treffen, Nack. Du bist kein Mensch. Du arbeitest für sie. Warum? Tja, ein Kobold bin ich auch nicht. Aber ich kann doch sehen, wie gern du Dinge zerstörst. Bei mir kannst du jede Menge davon haben. Schließ dich uns an. Okay. Wenn ich wachse, gehen Dinge kaputt. Ist einfach so. Aber was du tust, das ist böse. Dir anschließen? Niemals. So, wenn er wächst, gehen halt mal Autos kaputt, die gegen Flachbildschirme fallen. Ja, das passiert. Das hat mit Böse nichts zu tun. Das liegt in der Sache, in der Natur der Dinge. Einfach. Ja, genau. Ja, und bevor wir jetzt hier hochklettern. Oh, tatsächlich, da kommen wir auch. Krass. Ja. Würde ich sagen. Ist die Folge schon wieder zu Ende? Ja. Ja, wer hat denn da an der Uhr gedreht? Ja. Wir kriegen das irgendwann nochmal hin mit dem alten Lied, ne? Genau. Da sehen wir jetzt nochmal die Einblendung für den Klettersprung. Das machen wir beim nächsten Mal. Genau, wisst ihr schon mal, worauf ihr euch freuen könnt. Und bis dahin. Bis denn. Tschüss.